So, verehrte Damen und Herren, nun kommen wir zu Teil 2. Wie können wir unsere psychischen Kompetenzen steigern? Was sind denn einerseits typische mentale Herausforderungen für uns alle? Und was können wir andererseits aktiv tun, um emotional stabiler zu sein, damit wir insgesamt zufriedener sind und möglichst gar nicht erst an Depressionen erkranken? Hier nur einige Beispiele. Stehen wir nicht oft unter Dauerstress angesichts von Leistungsdruck, Job, Familie und Konflikten? Kann das Leben nicht jederzeit so hart zuschlagen, dass es uns zu Boden wirft? Durch Jobverlust, Trennungen, Krankheiten oder weil geliebte Menschen sterben? Und ist da nicht so ein kleiner Halunke in uns, unser innerer Kritiker, der uns überaus energisch und sehr fleißig mit Vorwürfen sabotiert? Du bist nicht gut genug, du kannst das nicht und so weiter und so weiter. Und wäre es demgegenüber nicht wünschenswert, dass wir uns gelassener und lebensfroh unseren Bedürfnissen zuwenden und bereichernde Beziehungen führen könnten, wenn wir authentisch und ausgestattet mit lösungsorientierten kommunikativen Kompetenzen unsere Probleme und Konflikte mutig anpacken und Entscheidungen konsequent treffen könnten? Und zwar ohne uns dabei egoistisch zu fühlen, sondern weil wir es ausschließlich aus purer, berechtigter Selbstfürsorge täten. Gäbe es uns nicht Sicherheit und Selbstvertrauen, wenn wir gravierende Krisen emotional besser verarbeiten könnten, sodass wir an ihnen idealerweise sogar wachsen würden? Und wäre es nicht total cool, wenn wir unser emotionales Gleichgewicht bewusst und aktiv kontrollieren und steuern könnten, den inneren Kritiker entlarven und stattdessen einen inneren Befürworter etablieren könnten? Jemand, der uns auf die Schulter klopft. Resilienz, das ist die psychische Widerstandskraft und die können wir lernen und trainieren. Wir sind keine hilflosen Passagiere im Boot unseres Lebens, sondern wir sind der Kapitän und wir tragen die Verantwortung für uns. Das ist nicht immer einfach, klar, aber es ist machbar und es erleichtert auf Dauer den Blick in den Spiegel. Und stellen wir uns doch mal vor, dass jeder Mensch in dieser Weise für sich sorgen würde. Wäre die Welt nicht viel stabiler, produktiver und friedlicher? Okay, welche Techniken halfen mir und helfen mir dabei, seelisch stabiler zu sein als früher? Da gäbe es sehr viel zu berichten. Ich konzentriere mich daher auf das, was ich mein persönliches Emo-Training getauft habe. Es basiert auf Therapiemethoden der Psychologie, wie zum Beispiel TEC, dem Training emotionaler Kompetenzen, und MKT, dem metakognitiven Training. Wovon hängt unser psychisches Gleichgewicht eigentlich ab? Davon, ob wir von uns selbst den Eindruck haben, über ausreichend Kompetenzen und Ressourcen zu verfügen, um aus der Sache gut rauszukommen. Die Psychologen nennen das die Selbstwirksamkeitserwartung. Also ist es wohl sinnvoll, dass wir uns möglichst viele Kompetenzen und Ressourcen aneignen, gute Erfahrungen damit sammeln und entsprechendes Selbstvertrauen aufbauen. Werfen wir nun einen Blick auf unser Gehirn. Das, meine Damen und Herren, ist die Amygdala. Und die Amygdala regelt die Angststeuerung. Was passiert, wenn wir dem Tiger in die Augen blicken? Die Amygdala erkennt eine Gefahr und ein Autopilot aktiviert blitzschnell die überlebenswichtigen Mechanismen. Puls, Blutdruck und Adrenalin werden hochgefahren. Unsere Muskeln spannen sich an, unser Atem wird kurz und flach und wir sind in kürzester Zeit bereit zu Flucht oder Kampf. Eine tolle Sache, die natürlich mitverantwortlich dafür ist, dass die Menschheit es bis hierhin überhaupt geschafft hat. Das Problem unserer Gegenwart ist aber der häufig chronische Stress im Alltag.
Wir sind nämlich im Alltag allzu oft mit einem hohen Puls, flacher Brustatmung und mit angespannter Muskulatur unterwegs. Und da hinkt die Evolution ziemlich übel hinterher. Unsere Amygdala kann nämlich Angst und Stress kaum unterscheiden. Und sie befindet sich deshalb im ganz normalen Alltagsgeschehen allzu oft in einem permanenten Alarmzustand. Was natürlich nicht so gesund ist. Die Amygdala ist außerdem kein Fass ohne Boden. Das kennt ihr vermutlich auch von euch selbst. Dass wir zum Beispiel am Montagmorgen im Stau schier ausrasten, jedoch am Freitagabend in der gleichen Situation gelassen reagieren können. Das hängt halt davon ab, wie groß unsere Anspannung schon vor dem Reiz war. Damit ihr die weiteren Ausführungen nachvollziehen könnt, ist es wesentlich zu verstehen, dass unsere Gefühle nichts Eigenständiges sind, sondern dass sie erst durch unsere Gedanken entstehen. Selbst wenn wir dem Tiger in die Augen sehen, kommt die Angst nicht von alleine, sondern es gibt zuvor einen Gedanken Gefahr. Natürlich ist dieser Gedanke so blitzschnell, dass wir ihn nicht als solchen wahrnehmen. Aber erst aufgrund des Gedankens entsteht die Angst. In den normalen Situationen der heutigen Zeit spielt glücklicherweise die Angst wegen Lebensgefahren jedoch eine untergeordnete Rolle. Die entscheidende Rolle spielt unser dauerhafter Stress wegen der alltäglichen An- und Überforderungen. Und wovon hängt es ab? Wie viel Stress wir empfinden? Von unserer gedanklichen Bewertung. Erst unsere Bewertung macht das Problem. Und zur Bewältigung von Problemen bieten sich grundsätzlich zwei Methoden an. Ändere, was du ändern kannst, aber wenn du das Problem nicht ändern kannst, dann ändere deine Bewertung. Sehen wir uns jetzt mal die 7 Basiskompetenzen aus dem Training emotionaler Kompetenzen etwas näher an. Wir sorgen für Beruhigung und Achtsamkeit und senden das Signal, keine Gefahr an unsere Amygdala. Erstens, mithilfe der progressiven Muskelentspannung und zweitens, durch eine kontrollierte, tiefe und langsame Bauchatmung. Drittens, nun praktizieren wir die bewertungsfreie Wahrnehmung. Bewertungsfreie Wahrnehmung, was zum Geier ist das denn jetzt? Wir steigern unsere Bewusstheit und beobachten aus einer distanzierten Position, was in unserer Psyche eigentlich so vor sich geht, welche Wechselwirkungen da bestehen und schaffen dadurch die Voraussetzung, später auch belastende Gefühle regulieren zu können. Wir beobachten und benennen zunächst unsere Körpergefühle, aber ohne diese zu bewerten. Spüren wir zum Beispiel irgendwo einen Schmerz, ein Grummeln, Hitze, Kälte oder aber auch ein Wohlgefühl. Dann beobachten und benennen wir unsere Gedanken, aber ebenfalls ohne diese zu bewerten. Das ist die distanzierte, nämlich die bewertungsfreie Wahrnehmung. Wir sind nicht unsere Gedanken, sondern wir sind das beobachtende Bewusstsein. Unsere Gedanken schwimmen im Fluss, aber wir stehen am Ufer, neben dem Fluss. Und bemühen uns dort zu bleiben und nicht im Fluss unserer Gedanken unterzugehen. Und wir benennen unsere Gedanken und lassen sie danach im Fluss einfach weiterfließen. Das Gleiche üben wir außerdem mit unseren Emotionen, Bedürfnissen und Handlungsimpulsen. Tja, Emo-Training, Training emotionaler Kompetenzen, metakognitives Training, 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 Training. Das Training bleibt uns wohl nicht erspart. Wir müssen das natürlich üben, um wirklich kompetent zu werden darin. So wie halt mit allen anderen Dingen, in denen wir gut werden möchten. Es dauert etwas, bis das ins Fleisch und Blut übergeht. Schließlich haben wir es ja unser ganzes Leben anders gemacht. Und mit der Zeit werden wir dann auch alltagstaugliche Kurzversionen für zwischendurch entwickeln. Zum Beispiel mal ein ganz schneller Körpergefühle-Check an der Bushaltestelle. Und mit der Zeit wachsen unsere psychische Kompetenz und Resilienz. Gehen wir nochmal zu den Basiskompetenzen zurück. Wir können nun durch die gewonnene Klarheit belastende Gefühle besser aushalten, akzeptieren und tolerieren. Und nun können wir uns selbst Unterstützung geben.
Durch unsere Achtsamkeit realisieren wir nämlich frühzeitig körperliche Hinweisreize für unseren Stress. Zum Beispiel, dass wir zittern, unsere Hände schwitzen, der Körper heiß wird oder wir Bauch- oder Kopfschmerzen bekommen. Und dann rufen wir Stopp, Stopp, mindestens gedanklich, wenn möglich sogar laut. Wir setzen einen unmissverständlichen Anker. Und nun können wir uns dann auch zum Beispiel gedanklich zu einem inneren, sicheren Ort begeben, den wir vorher definiert haben müssen. Und dann entscheiden wir uns bewusst zur Analyse. Aha, ich spüre augenblicklich belastende Gefühle wegen meiner entsprechenden Gedanken. Und jetzt können wir auch regulieren, indem wir unser Wunschgefühl definieren und den dazu notwendigen Gedanken denken. Hierzu eine Beispielübung aus dem metakognitiven Training. Einfach mal eine Alltagssituation, zum Beispiel, da pöbelt uns jemand aus heiterem Himmel doof an, ohne ersichtlichen Grund. Unser Gedanke dazu könnte extrem unterschiedlich ausfallen. B. Unser Gedanke, zum Beispiel, unverschämter blöder Hammel oder was habe ich denn nur wieder falsch gemacht? Oder aber auch, ja, er hat recht, ich bin einfach gar nichts wert. In unseren Gedanken dramatisieren oder generalisieren wir zuweilen oder beziehen alles auf uns, nicht wahr? Dies, meine Damen und Herren, sind Denkverzerrungen, unangemessene Gedanken, weil wir uns nur selbst damit schaden. Aus jenen Denkverzerrungen resultieren dann natürlich negative Gefühle, wie zum Beispiel Wut, Nervosität, Traurigkeit, Scham, Schuldgefühle oder Minderwertigkeitsgefühle. Okay, wir haben nun analysiert, was wir gedacht haben und welche Gefühle daraus entstanden sind. Nun können wir im Wege geistiger Hygiene sozusagen die Gedankenschiffe versenken und ein Upgrade unserer Gefühle und Gedanken vornehmen. Wir topfen nun also unsere Gedanken um, so wie vorhin im Film gezeigt. Aus Elefanten werden wieder Mücken, aus Falltüren Brücken. Und nun nehmen wir sozusagen Ableitungen vor. Das kennen manche vielleicht noch aus der Differentialrechnung. C'. Wir bestimmen jetzt also, wie wir uns denn stattdessen viel lieber fühlen würden. Nämlich zum Beispiel cool, gelassen oder einfach tolerant. Und was müssen wir denken, um uns gelassen oder tolerant zu fühlen? B'. Ja, zum Beispiel, ich habe doch nichts falsch gemacht. Oder ich mache sein Problem nicht zu meinem Problem. Oder, ach ja, der hat wohl einen schlechten Tag. Ja, liebes Publikum, das Umtopfen der Gedanken ist wirklich so simpel, wie es aussieht, weil es halt logisch ist. Aber deshalb ist es nicht einfach, weil es so ungewohnt für uns ist. Doch Übung macht den Meister. Irgendwann war ich jedenfalls so weit, mich liebevoll auf das Verändern meines Denkens und meiner Glaubenssätze einzulassen. Irgendwann wurde mir klar, ich bin mir das aus Selbstrespekt einfach schuldig. Und ich bin extrem froh darüber, heute solche genialen, hochfunktionalen Werkzeuge zu haben, mit denen ich eigenverantwortlich und wirkungsvoll mein seelisches Gleichgewicht unterstützen kann. Und hey, ihr könnt ja so eine Übung nachher mal zu Hause durchexerzieren. Mit irgendeiner beliebigen Situation aus den letzten Tagen, in der ihr euch schlecht gefühlt habt. Viel Spaß dabei und bei Fragen einfach anrufen.